Ja, 17 Jahre, ne? Ist das noch Retro? Kann man das noch Retro nennen? 17 Jahre ja schon, ne? 17 Jahre. Dass 2007 schon Retro ist, gruselig. 4. Oktober 2002 war das und 97, am 1. März 97 war Mario 64. Crazy, wusste ich nicht mehr. Das Sternenschaubfest ist im vollen Gange und es regnet Sternenteile. Doch Bowsers Angriff stört die Feier je. Der Schurke entführt Princess Peach samt ihrem Schloss und lässt Mario im All zurück. Hier trifft unser Held Luma, ein süßes Sternenkind, sowie eine mysteriöse Dame in blauem Gewand. Der Unterstrich Oh. Marlon Unterstrich Dartmann sagt, das Spiel ist so alt wie ich, also Ja, krass. 2007. Und da tritt die mysteriöse Frau in blauem Gewand das erste Mal auf. Was ist das für eine Musik? Oh, das hört sich gut an. Also die mysteriöse Dame in rosa Gewand, wer kennt sie? Tritt das erste Mal auf. Dieser Titel führte neue Steuermöglichkeiten ein, etwa zeigen und schütteln der Wii-Fernbedienung und lässt Mario auf kleinen und großen Planeten allerlei Schwerkraft, Akrobatik erleben und in 10 Sprachen auswählbar tatsächlich. Wir spielen es in Deutsch. Rosalina, ja, genau. Rosalina tritt hier das allererste Mal auf. Hetzt, oder? Hetzt auf jeden Fall. Okay, so. Dann legen wir mal los. Let's Fetz. Fängt schon mal gut an. Interessanter Geist. Habe ich auch noch nie gesehen vorher. Super Mario Galaxy! Oh, sagt er gar nicht? Dachte, you are Mr. Gay! Rollen aber nicht die in Mario Kart. Na? Bei Stefan sagt was ja. Wahoo! Wahoo! Meinst du? Oh. Wir wollen tatsächlich einen neuen Spielstand. Muss ich das so machen? Das ist ja doof. Jo, da wollen wir das Spiel erstellen. Jetzt habe ich hier so eine Bewegungssteuerung mit der Wii. Natürlich sind wir Yoshi eigentlich, ne? Ja, wir sind Yoshi. Ja, das ist völlig in Ordnung. Und es sieht irre gut aus, ne? Der Ist der Sound Unterstrich eigentlich in Marlon Ordnung oder ist es zu laut Unterstrich oder zu leise? Dartmann sagt also Rosalina, aber nicht die Mario Kart. Es ist die Rosalina aus Mario Kart. Doch, es ist hier, ne? Es ist die Rosalina halt. Die gute alte Rosalina. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regneten zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Die Sternschnuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hätte Anlass zu großer Freude im Pilzkönigreich sein sollen. Es war die Nacht des Sternstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Ton passt super. Lieber Mario, ich warte am Abend des Sternenstaubfestes im Schloss auf dich. Es gibt da etwas, das ich dir geben möchte. Von Peach. Boah, synchron übersetzt, sag ich euch. Schöner Anfang, erinnere mich ein bisschen an Yoshi's Island. Ne? Hier, Yoshi's Island, ja, erinnere mich daran. So, hier kann ich jetzt so die Sterndinger einsammeln mit der Bewegung tatsächlich. Da können wir mal schauen, was Mario so kann. Boah, das ist krass, mal wieder ein 3D-Mario zu spielen, ne? Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich ein 3D-Mario spielen würde. Und ich muss sagen, ich persönlich finde ja, dass Mario Odyssey im besten Stil von Mario Sternfest hier ist. Mario Galaxy. Wow, Mario, du gehst ja ab. Wer hat das Spiel schon gespielt? Erzählt mal. Rosalina im türkisen Kleid, genau. Boah, da kommt der fiese Bowser wieder an, ne? Der fiese Möb hier. Bei Stefan sagt für mich bei Odyssey das, wo es Mario 64 sein wollte. Boah, wir nehmen die Texturen zwischendurch mal ein bisschen schimmrig, ne?
das Spiel ist sonst optimiert, aber die Zwischensequenz ist, glaube ich, nicht optimiert. Kann das sein? Noch gar nicht gespielt, hat PlayStefan gerade auch gesagt, ne? Krass. Der Unterstrich Marlon Unterstrich Dartmann sagt, wird mich für heute verabschieden, meine Lieben, guten Nacht, ich guck mir morgen das VOD an. Marlon, gute Nacht, schlaf schön und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für den Support. Du wirst dem Ganzen beiwohnen, Princess Peach. Dass ich hier Schloss und alles übernehme, Fräulein. Bedank dich bei den Sternschnuppen für dein Glück. Da sind die Aliens. Ein trauter Eintracht mit Bowser. Der Track ballert gut, ne? Mario! Sieh nur! Ja, da müssen wir schnell hin. Mario, beeil dich mal ein bisschen. Kann ich ihn befreien? Nein! Kann ich nicht. Okay, wir müssen zu Beach. Keine Verzögerung hier. Boah, bam, hat er mich erwischt. Man kann spinnen? Wie, was kann man spinnen? Oh, sind noch mehr Schiffe. Das sind die Schiffe der Cooperlinge oder was? Die da umherfliegen? Spinnen oder spinnen? Drehen. Achso, ja, das kann man. Das kann man. Spinnen, meinst du? Spinnen kann man immer. Was macht Bowser da? Einfach mal hier das Schloss rausschneiden. Ja gut, wenn er nicht ins Schloss darf oder er Princess Peach so entführen kann, dann schneiden wir das Schloss ja raus, ne? Logisch. Das Video von Samp ist interessant, ja? Samp zockt, meinst du? Okay. Was erzählt er denn da, so im Groben? Zu Ehren an Assassin's Creed. Heute nochmal der Assassin's Creed Becher, ne? So, da haben die Bowserlinge das Schiff entführt und haben das jetzt hier im Schlepptau. Auf die Wii-Version, ja, okay. Oh, Mario ist aber geschickt gewesen, ist gleich am Start unten, ne? Hinfort mit dir! Zurück auf den harten Erdboden! Dieser Kamek, ne? Oder Magi Koopa, wie er früher hieß. Ich finde Mario Odyssey ist in der besten Tradition von Galaxy. So, von dem, was ich bisher gesehen habe. Aber ja, Mario 64 wollte das alles bestimmt sein, ganz klar. Und so begünstigen die Spiele sich gegenseitig, ne? Oh, es ist Stern zum Boden herabgestürzt. Wie schön. Läuft denn die Stream-mäßig jetzt alles gut? Ich hoffe doch, ne? Das ist auch so, ne? Also der Gefährte ist jetzt nicht Cappy, aber der Gefährte ist jetzt der kleine süße Stern halt, ne? Bist du wach? Dann lass uns spielen! Ach, Häschen fangen. Was geht da ab? Oh, sind die süß. Lass uns fangen spielen! Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Jetzt haben sie sich versteckt, ne? Ich habe ja diesen Effekt beim Spiel, dass ich mir so mache. Also wenn ich das hier so mache, ne? Sagt nix. Mario kann auch irgendwie boxen, ne? Irgendwie kann Mario boxen, das weiß ich noch. Ah, da ist ein Häschen. Da ist ein Häschen. Ah! Erstes Häschen gefangen. Zweites Häschen kommt gerade.
Bounty? Dankeschön. Der liebe Branny sagt, er kommt nicht mehr in den Chat rein und kann auch Twitch nicht mehr öffnen. Gab's gleich ein Twitch-Problem, Twitch-Absturz irgendwie, aber ja. Aber du sollst drehen. Ich soll drehen, habe ich gemacht. Hast du schon gemacht. Genau, und deswegen ist es das Diablo geworden. Dann werde ich es bis hier. Genau. An. Jetzt gibt es Donkey Kong Country, wollten eh alle. Danke, mein Schatz. So, zwei Häschen haben wir jetzt hier schon gefunden. Zählt das? Oder muss ich jetzt vier Häschen finden mit Franzi zusammen? Oh nein, ich hätte mich in einem Loch verstecken sollen. Oh, das war ein Sternchen. Guck mal. Ein Sternchen. Oh, ist hier eine Röhre? Kann ich da rein? Yes. Hey, Stefan, hast du das nie gesehen, nie gespielt? Oder wie ist der Plan hier? Boah, du bleibst mal schön stehen, du kleiner Schlingel. Das war deine falsche Entscheidung, kleine Sportsfreundin. Ich bin kleine Sportsfreund. Och, erwischt! Oh nein, ich hätte mich in einem Loch verstecken sollen. Das hättet ihr alle mal tun sollen, ja? Wäre clever gewesen. Boah, Mario! Nein! Warum gehst du da nicht hoch? Na bitte. Was muss man sich aber auch dran gewöhnen, an die Geschichte hier, ne? In einem Loch? In einem Loch hättest du dich verstecken sollen? In so einem hier? Scheinbar nicht. Wow, ich sehe nichts. So. Oh, Kameraführung ist hier aber auch noch so. Naja, ne? Dann in so einem Loch hier. Yes! Da hättest du dich verstecken sollen. Und das ist ein besonderer, der leuchtet nämlich fein. Guckt euch das an. Auch das rettet ihn nicht vor mir. Ach, wie schade. Klasse, du hast uns alle gefangen. Jemand wie du kann unsere Mama bestimmt helfen. Die Mama? Shubo 7, aus dem richtigen Leben sogar. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deinen Besuch aus dem richtigen Leben. RL ist halt dein Kürzel. Machst du Real-Life-Streams eventuell, dass du RL da hinten dran hast? Oder willst du einfach nur deutlich machen, dass du mit Videospielen einfach nichts am Hut hast? Shubo, schön, dass du da bist. Ich schätze mal, du kommst rein wegen... warst du schon mal hier? Weil das ist nicht das erste Mal gechattet. Rocket League. Hat also nichts mit richtigen Leben. Das beruhigt mich schon mal. Da bist du ja doch schon mal richtig. Nee, manchmal haben wir auch richtiges Leben hier am Start. Könnte auch Rocket League sein. Okay, ja, Rocket League ist tatsächlich nicht so mein Spiel. Aber scheinbar haben wir ein Spiel gemeinsam und das ist Super Mario Galaxy, so wie es aussieht. Und ja, meistens anders. Du spielst das ja auch. Meistens anders. Was ist denn da los? Shubo folgt schon seit einem Jahr und zwei Monaten. Hast du vorher einen anderen Namen gehabt? Kann das sein? Oder bist du ein stummer Zuschauer? Vielen Dank für dein Follow-Age auf jeden Fall. Ein Jahr, zwei Monate bist du schon dabei. Was für eine unfassbare Zeit. Dankeschön. Dankeschön, dass du schon so lange da bist, einfach. Egal, ob aktiv. Dein Name sagt mir nichts. Also entweder hast du nur selten geschrieben oder, ne? Wir haben heute ein neues Spiel rausgehauen. Ein Jahr, vier Monate bei meistens anders. Ja, genau. Follow Age. Könnt ihr raushauen, dann zeigt ihr mal, was ihr habt. Ich denke bei RL an richtiges Leben, sagen wir es mal so. Wir spielen Mario Galaxy anstatt Assassin's Creed, weil das so gewählt wurde. Und danach kommt Secret of Mana, so der Plan. PlayStation ist in einem Jahr und neun Monaten schon am Start. Crazy shit. Tut mir leid, dich so plötzlich hierher zu bringen. Dieser Stern verbindet die Erde und die Galaxien. Wir nennen ihn das Sterntor. Stargate! Da oben ist unsere Mama. Bitte hör dir Mamas Bitte an. Die Mama! Da müssen wir natürlich hin. Ab zur Mama. Bisschen was spielen wir noch, ne? Ich schätze mal Viertel nach zehn oder so machen wir Schluss. Also von daher... Shubo, wo warst du die ganze Zeit? Oder hast du dich umbenannt? Beim Mario Kart ist immer mitgefahren. Okay, okay. Schatz, vielen Dank für den Tee. Liebe geht raus. Und da ist sie, Rosalina. First time on Mario. Ich hab dich von diesem Sterntor ausgelöst. Mein Name ist Rosalina und ich betrachte die Sterne. Um den kostbaren Menschen zurückzubekommen, brauchst du die Kraft von Stern zu Stern zu reisen. Ich leihe dir das Sternkind Luma. Nee, Watchtime habe ich nicht eingerichtet. Was ist Watchtime im Gegensatz zu Follow? Achso, wie viel ihr geschaut habt, ne?
Du hast jetzt die Drehattacke erlernt. Schüttle oder drücke Y. Ach cool, das war das, was wir gesagt haben, der Spin, ne? Weil ich kann das ja mal machen, die Watchtime. Kann ich ja mal machen, ich weiß ja, wo es ist. Genau wie du sind auch wir von der Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Luma unseren großen Freund, den großen Stern. Das machen wir. Mögen die Sterne mit dir sein. Möge die Macht mit dir sein, junger Padawan Mario. So, ich guck mal eben nach. Bei Stefan Pixel sagt, Paradise! Aha, Nintendo. Ach, so, wir machen gleich weiter. Pixel Paradise, moin mein Freund, schön, dass du da bist. Ich will immer noch Retro Paradise sagen, aber das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, dass ich jetzt den Mist nicht finde, den ich finden möchte. Moment! Ich schaff das. Bleibt dran, bleibt mir gewogen. Na bitte. Damit ihr euch gleich wie zu Hause fühlt. Die passende Brille zum Stream auch. Heute ist Retro-Montag. Am Dienstag. Denn jeden Montag und jeden Freitag bin ich normalerweise da auf Twitch. Und genau, dann seht ihr mich montags in meinem Retro-Stream und freitags mit was Aktuellerem und manchmal auch mit Community-Streams. Aber heute ist Dienstag. Der Stream von gestern fiel aus und wird heute nachgeholt. Und das gibt Pixel Paradise die Chance, hier rein zu raiden. Und da freue ich mich extrem drüber. Hallo lieber Daniel, wie geht's dir? Wie war dein Stream? Was habt ihr gespielt? Und überhaupt, hau mal raus, wie dein Wochenende so war und alles. Wer Pixel Paradise noch nicht kennt, also wirklich, wer Retro mag, muss Pixel Paradise kennen. Da wird auch mehr als Retro jetzt gemacht, deswegen Pixel Paradise. Aber trotzdem, man wird bestimmt noch viel Retro bei dir sehen, ne? Genau. Da ist das Herz, das könnt ihr befummeln. Und dann könnt ihr mal sehen, was da los ist bei dem Pixel Paradise. Vielen Dank für 12 Zuschauer. Ein bisschen was sind wir noch da. Und wir schauen mal eben rein, was Wünsche bei dir zu sehen den, gibt. Discord-Wunsch-Channel. Boah, schon ein paar Tage her, ne? Mario, wir sind doch jung. Noch nicht ein paar Montag, Tage. Dienstag, Mittwoch verhindert. Das heißt, der nächste Zeitpunkt, wann wir uns sehen werden, ist der Bin ich gespannt für den Grund für den Clip, wenn du gerade die Zeit nimmst. Aber Max, genau. Hier die Tasse des Abends. Ich habe schon ein paar Ideen, was wir am Donnerstag ein klassischer machen. Hier zocken. Aber schauen wir mal, was euch noch so einfällt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Okay, Rest ich weiß jetzt nicht genau, warum dieser Clip, aber macht nichts. Das war Retro Paradise aka Pixel Paradise. Hast du schon gewundert? Ja, aber heute kannst du es nachholen, ne? Wie war der Stream? Was habt ihr? Command & Conquer, wie geil ist das denn? Und Shubo, du hieß vorher Amano. Amano kenne ich noch. Amano weiß ich. Wer ist denn noch mitgekommen, Pixel Paradise? Unter anderem, wer ist denn noch mitgekommen? Yesmath01, zum ersten Mal gechattet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und für alle, die so mit reingeradet sind, wollt ihr eventuell wissen, was ihr hier sollt. Und Retro Paradise, Pixel Paradise und ich haben die Antwort. Das geht hier ab. Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem Twitch-Kanal. Schön, dass du einschaltest. Wahrscheinlich seid ihr gerade rüber geradet oder du bist vielleicht schon ein neuer Follower. Aber gebt mir eine Chance, mich vorzustellen. Mein Name ist Manuel. Mein Release-Date war 1985 und ich bin Nerd durch und durch. Und ich bin ein Nintendo-Kind. Ich bin für euch da montags und freitags um 19.30 Uhr. Aber worum geht es? Auf meinem Kanal gibt's so einiges zu sehen. Will niemand sehen. Niemand. Wir machen hier Klemmbausteine, aber in erster Linie ist das hier natürlich ein Gaming-Kanal. Am Montag ist immer Retro-Monday und am Freitag gibt es den Gute-Laune-Wochenend-Stream. Ich zeige euch mal, was ein Skill-Gamer ist hier. Da guck, braucht keiner. Das wäre schon doof, ne? Am Ende jedenfalls schaffe ich es immer irgendwie. Ich hab's geschafft! Yeah! Woohoo! Mindestens einmal im Monat haben wir fetzige Community-Streams und wir fahren Mario Kart, Fall Guys und mehr. Und jeder von euch kann dann auch mitmachen. Aber wenn es nach meiner Community geht, bräuchte ich auch gar nicht zu zocken, denn die toben sich viel lieber in den Kanalpunkten aus. Ein bisschen hoch. Ich finde, ich bin schon ein hübsches Mädchen, ne? Der Kaplan klebt klappbare Pappplakate. Hat du Möhrchen? Hat du Möhrchen? Hat du Möhrchen? Ich bin die Mutter. Ich lese normalerweise Witze vor. Ich bin hier die Senorita des Kanals. Die sollen mit mir singen. Everybody dance now. I'm not a girl. Fip, 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 fip. Lidli, 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 lidli. Mit dem Ziegelstein
hab ich einen besten Freund. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko, Anita. Aber eins verspreche ich dir, hier gibt es immer gute Laune für dich. So fröhlich, so fröhlich. Ich schließe natürlich mit meinen berühmten Abschlussworten. Nein, das ist mein Abschlusswort. Ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Community werdet und wir diese schönen Momente ab jetzt zusammen erleben. You're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Because maybe you're gonna be the one that rates me. And after all, you're my wonderwall. In diesem Sinne herzlich willkommen und wir machen weiter mit You Are Mr. Gay. Das meint nicht dich oder euch. Wer weiß, Pixel Paradise, kennst du diesen Fakt über Mario Galaxy? You Are Mr. Gay? Hast du da schon mal von gehört? Ich nicht. Heute das erste Mal. Durch Faller, sonst hätte ich es nicht gewusst. Das spielen wir gerade. Und Mario ist auch schon gelinde eingepennt hier. Okay, pass auf, dann erkläre ich dich jetzt auf. Das mache ich jetzt wirklich nochmal für dich. Habe ich das noch geöffnet? Nee, habe ich nicht geöffnet. Aber ich zeige es dir hier. Na komm, für dich nochmal. Also Mario Galaxy ist das heutige Retro-Spiel, was wir ab jetzt auch spielen werden. Und wenn man sich das Cover von Mario Galaxy anguckt, mein Freund... Pass auf, zeige ich dir nochmal. Kannst auch klippen, wenn du möchtest. Vielleicht hilft das ja, das einfach mal zu klippen. Kann ich das jetzt groß machen hier? Ach, nicht so richtig, ne? Nicht so richtig. Alles klein, klein, klein hier. Aber wir sehen das schon. Wir sehen das schon. Zack. Das ist das Cover von Super Mario Galaxy. Und jetzt achte mal auf die Sterne. Das U hat einen leuchtenden Stern. Siehst du das hier? Leuchtender Stern bei dem U. Kann ich das nur größer machen? Ah, nee, das geht nicht. So, also leuchtender Stern bei dem U. Leuchtender Stern bei dem R. Leuchtender Stern bei dem M. Genau hier. Leuchtender Stern bei dem R. Leuchtender Stern bei dem G, A und Y. Da steht, You are Mr. Gay. Und das ist kein bearbeitetes Foto. Ja? Das ist das Originalfoto. Vom Cover. Das Spiel hat die Message You are Mr. Gay. What? Ja, ne? Oder? Der Stefan, du weißt das doch schon. Mann. So, weiter geht's. So. Wenn es aussieht, als könnte man es zerbrechen, dann schüttel und mach eine Drehattacke. Y drücken klappt auch. Sogar Feinde kannst du so betäuben. Okay. Zack, und da ist auch schon unser Superstern. Das ist ein Sternring. Er hat eine Abschussrampe, um auf andere Sterne zu fliegen. Schüttle oder drücke Y in seiner Reichweite. Er ruft dich zu seiner Reise zu den Sternen. Nun, auf zu den Galaxien. Möge das Glück auf deiner Seite sein. Und so startet die unfassbare Reise von Super Mario in Mario Galaxy. Ich habe schon auf dich gewartet. Und einen Sternring hatte ich auch schon für dich vorbereitet. Aber es ist von einem Meteoriten getroffen worden und in lauter kleine Stücke zerborsten. So kannst du nicht abfliegen. Wo sind denn nur die Sternsplitter? Such sie, aber pass auf, wo du hintrittst. Yes. Das ist ein cooler Move hier. Da kommen Gumbas, zerquetschen wir mal noch, ne? Yes, das geht auch noch. Boah, das ist aber fies hier. Ja, hier wurde das erste Mal das, was man in Mario Odyssey auch kennt, eingeführt, nämlich wie nennt sich das denn? Physik, dass man hier so rumläuft, ne? Mario hat eine One-Up bekommen. Yes! Und Münzen bringen Leben, ne? Zack, da haben wir den Stern zusammengebaut. Ich spiele die Switch-Version, ja genau. Also die Super Mario 3D All-Stars Version, ne? Bam, und es geht weiter. Macht schon ein bisschen Spätzle, ne? Und sieht unfassbar gut aus, muss ich mal sagen, ne? Also, die ist auch remastered, ich weiß. Ist natürlich auch... Wow!
Auf 1080p, würde ich gerade sagen. So, das kann ich... Hol mich hier raus! Einer der Feinde muss den Schlüssel haben! Schüttle oder drücke Y, um zu drehen, wenn der Gegner torkelt. Ramm ihn! Ah, da kriegen wir, das kriegen wir nicht hin. Naja, auf jeden Fall gab es das in Super Mario Dingensbummens auch nochmal. Da ist der Schlüssel schon. In Super Mario Odyssey gab es auch die Geschichte. Vor allen Dingen gab es die auch in der 2D-Optik. Das fand ich auch ganz geil eigentlich. Da konnte man auch in 2D sich so bewegen. Hihi. Danke. Stefan sagt, könntest jetzt du auch noch meine Freunde nachgelesen retten in der Festung das da oben? Stimmt ja wirklich, LOL. Ja, das stimmt wirklich. Ich hab's ja gerade gezeigt, oder? Steig auf und presch nach vorne. Verwandlung! Cool. Na gut, dann wollen wir noch die Freunde retten. Bam. Mich einsammeln hier. Ja, wie auf der Wii ist das aber eh nicht gut. Ich habe es auf der Wii schon mal gespielt. Das ist jetzt grafisch ein bisschen hübscher, sage ich jetzt mal. Oh. Neben der Grafik. Ist es halt auch so, dass die Steuerung ein bisschen leichter ist. Ne? Wir haben eben nicht mehr die erzwungene Bewegungssteuerung halt. Ne? Wie kann ich die jetzt einsammeln hier? Meine Hand ist nicht da zum Einsammeln. Wo ist sie denn? Für die Sternsplitter haben. Okay, die Hand ist nicht da. Keine Ahnung, wo die ist. Aber lassen wir das mal. Schlüssel haben wir ja eh. Das heißt, der Stern müsste frei sein. Cool, dass die Sternsplitter gehen. Mit denen kann man auch schießen, ne? Ja, jetzt haben wir auch den Mauszeiger wieder. Okay, jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin muss, weil irgendwo muss ja jetzt hier auch noch ein gefangener Stern sein. Pixel Paradise! Oh, nicht nur irgendein Sub, auch noch der Prime Sub, der besondere, der eine, den du nur einmal hast, den gibst du an mich. Vielen, vielen Dank für 9 Monate Treue. Ganz viel Liebe an dich, Pixel Paradise. Wir bewegen uns in einer Uhrzeit, wo ein Lied nicht mehr so passend ist. Wir haben schon Peaches vorhin gespielt. Gerne, wenn du Freitag wieder einschaltest, spiele ich ein Liedchen für dich. Kannst du dir jetzt schon mal eins aussuchen, was ich spielen kann. Wenn ich es nicht spielen kann... Oh. Wenn ich es nicht spielen kann, müssen wir auf uns auf eins einigen. Aber auf jeden Fall, ein Liedchen für deine Treue ist dir gewiss. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, mein Freund. Vielen Dank. Freue ich mich sehr. Und du bist der Erste, der auch auf dem Glücksrad landet. So, warte mal, jetzt, was wollte ich? Watchtime wollte ich aktivieren. Watchtime. Watchtime ist an. Dollarzeichen mit dem Zuschauen von Channel verbracht. Okay. Also, Ausrufezeichen Watchtime müsste funktionieren. Wie lange gucke ich meinen eigenen Kanal denn? 0 Sekunden, dann kannst du mal sehen. Also Watchtime klappt, sollte eigentlich laufen. Was ich sagen wollte, du bist auf jeden Fall auf dem Glücksrad drauf. Mit dem ersten Sub hier an der Stelle. Und kannst dann irgendwann mal wieder einen Stream bestimmen. Da schreibe ich gleich mal drauf, sonst vergesse ich das nämlich wieder. Retro schreibe ich einfach. Nee, gar nicht. Pixel muss ich jetzt draufstecken. Ich schreibe Paradise, weil sonst verwechsle ich dich mit Pixelpinsel, wollte ich sagen. Verdammte Hacke. Aha, du musst bei Streamlabs die Loyalitätspunkte aktivieren. Die Loyalitätspunkte? Im Chatbot oder was? Muss ich das machen oder wie? Ausrufezeichen Points? 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 Gibt's nicht. Play, Pause, Points gibt's nicht. Nee. Die Loyalität. Loyalty. Ja, Loyalty haben wir.
Viewer Queue, Loyalty Settings. Points, Amount 5. Subscriber Multiplier. Loyalty Disabled, Loyalty Enabled. Ist an, ist dran und läuft. Vielen Dank. Habe ich gemacht. So, weiter geht's. Aber immer noch nicht. Habe ich hier den Stern gefunden, den ich befreien wollte. Ich habe jetzt schon den Schlüssel. Du müsst doch jetzt schon in wilder Freiheit sein. Na bitte, da ist er auch schon. Beeilung! Hier drin sind auch Freunde von uns. Natürlich, komm ab. Jetzt fängt er an zu zählen. What? Okay, aber danke für deine Hilfe auf jeden Fall. Wir haben schon auf dich gewartet. Oh, der ist eingesperrt. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Sie verwenden die Kraft des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendwas herzustellen. Die Säcke. Meistens anders, danke. Dann hast du jetzt schon 3 Sekunden Watchtime. Probier mal. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt. Der große Stern verblasst. Halte irgendwie die Maschine auf. Alright. It's a me, a Mario. Oh. Okay, wir müssen hier Energie einschalten. Ich habe das Spiel mal angespielt. Es war irgendwann zu schwer, das weiß ich noch. Play Stefan sagt, der ist definitiv sternhagelvoll. Wer ist sternhagelvoll? Der Stern? Bestätige die Fußschalter am Boden, um die Maschine zu stoppen. Ja, du, ich tue ich doch. Wonach sehe ich denn aus? Oder fehlen noch welche scheinbar? War jetzt knapp hier, ne? Der ist schon blau. Der noch nicht. Der auch noch nicht. Der ist schon blau. Fehlen noch welche? Auch schon blau. Na bitte! Alles klar, Pixel Paradise. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Vielen Dank für alles. Und hast du schon ein Lied ausgewählt? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall, mach's gut, schönen Abend und danke für deinen Raid. So. Da haben wir schon mal einen großen Stern an Land gezogen. Das war ein schöner, schmackhafter Start von Mario Galaxy. War bis jetzt zum Glück gar nicht schwer. War es wirklich nicht. Ich weiß, das Spiel wird später noch knackeschwer. Aber ich versuch's trotzdem mal, ne? Wir schauen uns jetzt noch an, was wir jetzt noch erleben können, denn Mario kommt mit dem großen Stern jetzt angesaust und sind auf der Base sozusagen. Die gucken wir uns noch an und danach machen wir Schluss. Boah, da gehen die Lampen an hier. Dranbleiben könnt ihr übrigens. Ich habe gehört, einige von euch haben heute viele Kanalpunkte ausgegeben. Und wenn ihr raidet, kriegt ihr gleich natürlich auch ordentlich Kanalpunkte, ne? Bis der. Du hast deinen Stern erhalten. Die Sterntor-Galaxie, der gefangene große Stern. Neue Bestpunktzahl, 24 Münzen und 27 Sternteile. Und ich habe eine neue Galaxie entdeckt. Die Terrasse. Okay, es gibt eine Universumskarte. Da sind wir ja mal gespannt. Oh, das Kraft. Feld der Sternwarte scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist schwach wie das eines Klasse 6 Sterns. Aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr zu fürchten. Das verdanken wir dir, du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte auf dem Kometen. Das ist unser Haus, ein Sternschiff, das Sternmeer überquert. Wir bereisen das Sternmeer mit diesem Sternschiff der Sternwarte auf dem Kometen. Unser Schiff ist vor diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternschiffes ist im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft, zusammen mit dem Sternstaub, heruntergeflossen. Kraft. Ja, es handelt sich dabei um die Powersterne.
Seiner Kraft beraubt ist das Sternschiff wie in einen tiefen Schlaf gesunken. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammelt diese Powersterne auf und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu durchqueren. Sowas in VR nicht mit dem Göbeln. Definitiv, Play Stefan, definitiv. Ich habe eine Bitte an dich. Diese Sternwarte ist ein Sternschiff, das die im Universum verteilten Galaxien mit Sternkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern, der jetzt hierher zurückgekehrt ist, ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie reichen. Dieser runde Raum nennt sich Kuppel. Von hier aus beobachten wir die Galaxien. Jedoch ist die Sternschauterrasse die einzige Kuppel, die derzeit funktioniert. Für mehr reicht die Sternkraft nicht, die du bisher zurückerlangt hast. Geh zuerst zur Sternschauterrasse und befreie die Powersterne der von dort aus sichtbaren Galaxien. Die Sternwarte auf den Kometen ist in Wahrheit ein Sternschiff. Wenn wir es wieder aktivieren, können wir die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die die Powersterne gestohlen haben. Alright, sag ich jetzt mal. Speichern! Ja, guck, das kommt doch wie gerufen. Der erste Speicherpunkt jetzt? Crazy shit. Okay. Und was es auf dieser wunderschönen Sternterrasse zu sehen gibt, was hier hinten in dieser wunderschönen Box versteckt ist und überhaupt, was dieses Spiel zu bieten hat, das werden wir fortan im Retro-Stream erleben. Und ich danke euch sehr, dass ihr Mario Galaxy ausgewählt habt. Ich habe auch einen Powerstern entführt.